massives Stahlgerät. Es macht ein bisschen Angst, es geht nicht kaputt. Wo hast du den denn an Land gezogen? Das ist der Astor. Der Astor kommt aus Argentinien. Das war so ein. Ich glaube, das Teil original ist von der Rarität. Das ist praktisch ein Mercedes LO 1114. Das ist ein Schulbus gewesen in Buenos Aires. Die meisten Teile, da kann man auch von einfach aus der Landmaschinentechnik Teile benutzen. Und er ist dann in den 80er Jahren zu einem Wohnmobil umgebaut worden in Argentinien. Ist von einer Familie gefahren worden, die haben viel Musik gemacht. Die sind dann nach Spanien rübergekommen und von Spanien aus ist er dann nach Deutschland gekommen und wir haben ihn jetzt im Harz gefunden und dann hierher transportiert. So ein guter Freund hat den Führerschein für das Auto gehabt und hat den dann hergefahren. Klasse C braucht man da. Hast du einen Führerschein? Ich habe den extra gemacht jetzt natürlich. Extra gemacht? Ja, extra gemacht. Ja. So, wir haben den hier gehabt und dann musste ich Führerschein machen. In 3 Wochen Führerschein gemacht. Hat ein bisschen Druck. Und die Busse, die gibt es nur in Argentinien, oder? Also so Rundhauber Mercedes, die gibt es hier auch. Die gab es hier auch ganz, ganz lange und die gibt es auch heute noch. Da gibt es auch eine ganz liebevolle Gemeinde. Aber den als Bus, den gibt es in Europa jetzt unseres Wissens nur dieses eine Mal. So, das ist ein einmaliges Ding und deswegen auch für uns eine einmalige Chance gewesen, da was ganz Tolles draus zu machen. Hier war quasi noch ein Brett für so und da hat quasi dann noch ein Kind geschlafen. Ich wollte mal so einen Rundhauber haben. Das ist so ein Mad Max Auto. Das geht nicht kaputt. Ein massives Stahlgerät. Lisa hatte mal gesagt, nee, so ein LKW, das wollen wir eigentlich nicht haben. Ich will eher so einen Schulbus. Und das ist der einzige, der praktisch unsere beiden Welten miteinander. Haben wir den gesehen und haben gesagt, okay, das ist das. Da müssen wir ran. Habt ihr gezielt danach gesucht? Wir haben immer so ein bisschen geguckt und wir hatten den schon mal gesehen und haben gesagt, Mensch, das wär's. Damals hat er aber noch, darf man sagen, 45.000 Euro gekostet. Hm. Und das Interesse war irgendwie hinreichend gering und dann ist er mit dem Preis immer niedriger gegangen, bis er irgendwann dann so bei der erschwinglichen Zahl von 15.000 dann für uns in Frage kam. Und dann haben wir uns den angeguckt und haben geguckt, dass die Technik erstmal so stimmt, was da so drin ist. Mucho Batteria. Und das erfahren kann und das kann man machen. Die werden eigentlich für höher gehandelt, oder? Kann ja, der ist eigentlich, also in Argentinien sind die ganz heilig, so wie die heiligen Kühe. So. Hm. Also da sind die im 5-6-stelligen Bereich. Ist schon eine Rarität. Hm. Ja. Habt ihr den checken lassen von einem Fachmann, bevor ihr den gekauft habt? Ja, ja. Also aber mehr über so eine Art Ferndiagnose. Das Ding ist aber, dass eigentlich hier nichts dran ist, was man nicht mit Spucke und viel Liebe wieder machen kann. Also das ist robusteste Technik und ist halt auch Mercedes. Also der kommt eigentlich, die Teile kommen alle aus Stuttgart. Ja. So aus den 70er Jahren, aber die kommen alle aus Stuttgart. Wir haben ein Wohnmobil gebraucht, was ein bisschen. Wir haben überlegt mit dem Gewicht so. Das ist ein großes Problem. Wenn du das ganze Wasser voll hast, war in der Molla dann immer schon so die Kotzgrenze langsam erreicht. Und wir wollten gerne was haben, was ein bisschen mehr tragen kann. Und das Kind wird ja auch älter und will dann mal ein eigenes Zimmer haben und ein bisschen mehr Platz. Die Kinder hatten hier quasi immer noch mal so ein Brett drin. Da hatten die wahrscheinlich Spielzeug. Unten war das auch, da habe ich es jetzt schon rausgebaut. Und da wir nur ein Kind haben, das hier oben schlafen wird und hier unten dann so Spielsachen und Zeug kriegt, haben wir das jetzt so gemacht. Und deswegen wird er jetzt praktisch wieder für unsere Zwecke hergerichtet. Also praktisch die Wasserinstallation muss passieren, am Gas muss noch ein bisschen was passieren. Energie, Elektrik ist da, die ist super ausgestattet. Und dann sind wir unterwegs, im Winter wieder im Süden unterwegs und im Sommer im Norden und praktisch Europa. Wir kommen und wenn wir Glück haben und das alles funktioniert, dann wollen wir den irgendwann auch nach Argentinien dorthin bringen, wo er mal hergekommen ist. Vielleicht sogar genau dort, wo er gebaut wurde bei diesem alten Mercedes-Werk oder so. Mal gucken. Also mit so einem Teil fährst du sonst wohl. Ist ja egal. Also ihr wollt mal die Pan-Americana fahren? Das wäre ja? Natürlich. Ja? Ja? Das machen wir dann zusammen. Das wäre geil, genau. Kann man irgendwas noch verwenden vom Innenausbau? Wir versuchen es. Also wir machen im Moment so eher Konservierung statt Restaurierung. Das heißt, wir benutzen den Großteil der Schränke und den Großteil der Wasserinstallation und der Stromsystem auch. Und Gas? Gasheizung?
Nee? Na, das ist eher... das kann funktionieren, aber... Also, da hängt schon die Hälfte raus. Ja, es macht ein bisschen Angst. Das ist irgendwie, ich hatte es auch schon mal am Laufen, aber wenn man sieht, dass der Schlauch hier gerissen ist und dass das mit Schlauchstellen alles so dran ist, das möchte man nicht nachts laufen lassen, wenn man schlafen will. Vielleicht vor 30 Jahren mal. Und soll der außen auch angemalt werden, wie die Mola? Unbedingt. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also wir können ja auch noch Sachen dran bauen. Zugelassen wird er wahrscheinlich bis 12 Tonnen. Im Moment sind wir bei 7,5 Tonnen. Das heißt, wir haben Luft nach oben und können machen was. Ja, Benny möchte gerne so ein Mad Max-Auto mit so einem Haufen, so, wie sagt man, so apokalyptisches Fahrzeug. Wie sieht es aus? Steampunk. So Steampunk, ja. Genau. Also überall so Nieten und so Zahnräder und Gedöns. Und ich bin dann für die Farbe zuständig. Ich mache das dann alles bunt. Ja, das wird geil. Genau. Das wird geil. Das wird ein apokalyptisches Hippie-Fahrzeug. Oh ja. Auch mit so Dampf und so Effekthascherei. Genau, und, genau. Du bringst uns auf gute Ideen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir sind gespannt. Also wir lassen das, glaube ich, auch wieder wachsen. Wo die Mola fertig geworden ist, da hätten wir im Vorfeld auch nicht gedacht, dass das jetzt so oder so wird. Ja. Und das wächst und kommt, da kommt dann eins zum anderen und dann machst du irgendwas und dann kriegst du die nächste Idee. Und dann ja, bei der Mola, die stand ja bestimmt 2 Monate weiß bei uns auf dem Hof, ehe ich dann mal angefangen habe, weil ich keine, es muss so Klick machen. Und erst wenn das kommt, dann kann ich losmachen. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich male das Auto jetzt an, sondern es muss halt kommen. Du musst einfach irgendwas mit Farbe anschmieren. Hat der schon einen Namen? Astor. Der heißt Astor jetzt. Der hieß Astor, ja, wir konnten uns am Anfang nicht mit dem Namen so wirklich, wir fanden den Namen irgendwie komisch und dann haben wir die ganze Zeit philosophiert, wie wir den noch nennen könnten und wir sind uns da nicht einig geworden. Wir haben dann auch auf Instagram unsere Community gefragt. Da war auch nichts dabei, was uns so vom Hocker gerissen hat. Außer Furor wäre voll geil, weil das andere Auto heißt ja Mola von Unendlicher Geschichte und das könnte, der müsste ja dann aber weiß sein. Und das geht ja mal überhaupt gar nicht. Und Furor, ich weiß auch nicht. Ja, und irgendwann hat sich dadurch, dass wir uns auf keinen Namen einigen konnten, hat sich Astor dann so eingebürgert und mittlerweile fließt das so lockerflockig, dass es Astor bleibt. Optimus Prime hat sich nicht durchgesetzt. Nein, Benny wollte Optimus Prime. Aber wir sind jetzt bei Astor. Astor der Obi-Wan. Astor der Obi-Wan. Was sagen eure Freunde, wenn die kommen und den Astor sehen? Ganz schön viel Arbeit. Schon bekloppt, ne? Das ist aber ganz schön viel Arbeit. Das ist ja meist gehört. Ich habe dann irgendwann gesagt, können wir hier eine Liste hinmachen, wo ich Striche führe, weil das war der Satz, der von allen fiel. Von allen, die hier waren. Genau, und dann hat uns jemand geschrieben, eine Freundin von mir hat mir dann geschrieben, ja, streich doch das viel und mach dann das schön ein E dran. Ganz schöne Arbeit. Und das fand ich so cool, dass ich es oben an den Schrank geschrieben habe. Ich habe gesagt, so können wir hier unten das nicht rausbauen, dass das halt ebenerdig ist. Dann kann der da unten einen kleinen Tisch hinkriegen und so richtig kleines Spielzimmer halt. Nee, geht nicht, weil hier ist das ist der Radkasten. Ah. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht der Radkasten sein, weil hier im Bad auf der anderen Seite und das müsste ja, das Rad ist ja auf der gleichen Stelle, da ist nichts. Weil die das abgesägt haben. Die haben den Radkasten abgesägt, also abgeflext. Das ist auch so ein TÜV-Ding, wo man vielleicht... Weil wenn dir 20.000 Leute immer wieder sagen, ganz schön viel Arbeit, ganz schön viel Arbeit, knickst du manchmal selber ein und fängst es an zu glauben. Und das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich mir das jetzt an den Schrank geschrieben, dass ich das einfach selber als Reminder da habe. Als nächstes geht es nicht nach Südamerika, sondern wohin? Wahrscheinlich wieder Spanien. Ja. Ich habe mein Herz ein bisschen an Spanien verloren und ich möchte gerne jetzt mit dem Auto nochmal nach Spanien im Herbst. Wir sehen uns dann wieder, wenn der Bus fertig ist, ja, richtig? Auf jeden Fall. Da kommst du nochmal und dann kannst du nochmal alles genau unter die Lupe nehmen. Herstellen.